Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem kleinen Tutorial, wie ich denn eigentlich ein Wolafon mit Ubuntu Touch einrichte. Das zeige ich Ihnen ganz kurz am lebenden Objekt. Ich habe hier einmal ein Wolafon, das ich jetzt starte. Da ist das Ubuntu Touch vorinstalliert, denn wer das noch nicht weiß, wir liefern unser Wolafon in zwei Varianten aktuell aus, und zwar einmal mit vorinstalliertem Ubuntu Touch, so wie ich es hier einmal zeige, und einmal mit dem Wola OS, das auf dem AOSP, also dem Android Open Source Project, basiert. Hier sehen Sie nebenher noch eine Hülle, eine neue Filzhülle, die wir auch im Shop jetzt mit aufnehmen. Die kann mitbestellt werden, ist eine richtig schöne Biohülle aus Filz, beziehungsweise auch eine zweite aus Biowolle mit einem schönen Gummiband, und ja, da ist das Wolafon auf jeden Fall gut und auch nachhaltig aufgehoben. Hier haben wir rechts nebendran noch einen Wola Charging Stand. Der ist jetzt auch im Shop verfügbar. Da können Sie einfach Ihr Wolafon mit oder ohne der mitgelieferten TPU-Hülle einsetzen. Können hier hinten ganz normal das Kabel dran machen, und dann haben Sie auch direkt ein anständiges Zubehör, das direkt mit dem Wolafon benutzt werden kann. Wir steigen hier ein. Wir kriegen hier die Sprachauswahl angezeigt. Dann stelle ich hier einmal auf Deutsch und drücke unten auf Weiter. Jetzt bekomme ich angezeigt, dass hier keine SIM-Karte im Gerät ist. Mir ist bewusst, dass es im Moment von der Helligkeit noch nicht einstellbar ist. Deswegen sehen Sie wahrscheinlich noch mehr weißen Bildschirm. Aber das ändern wir gleich. Mit einem WLAN möchten wir uns auch nicht verbinden. Und wir geben jetzt einmal die Zeitzone ein. Das heißt, wir sind hier Zeitzone Berlin. Können noch einen Namen beliebig hinterlegen. Das wollen wir auch nicht. Ein Passwort für den Bildschirm erstellen. Machen wir erstmal keinen Sperrcode. Natürlich sollten Sie immer darauf achten, dass Ihre Geräte anständig abgesichert sind. Willkommen bei Ubuntu kommt jetzt. Ich habe hier direkt hier einen erste Schritte, so einen kleinen Tutorial, das mir angezeigt wird. Ich kann von oben nach unten wischen, um die Benachrichtigungen angezeigt zu bekommen. Die kann ich hier dann sehen, kann hier oben auch nochmal umschalten zwischen den einzelnen Bereichen, die ich hier einstellen kann. Das heißt Tastaturbelegungen, die Bildschirmdrehung. Ich kann hier auf Dateien direkt zugreifen, aber auch direkt auf den Kalender zugreifen, auf Bluetooth-Einstellungen oder auch auf die Netzwerkeinstellungen. Ich kann Klang einstellen, das heißt die Lautstärke hier nochmal regulieren, kann auch einen stillen Modus einstellen, habe hier nochmal Informationen zum Ladezustand, kann auch die Bildschirmhelligkeit hier einstellen, kann die Taschenlampe anmachen, kann auch sagen, bitte die Helligkeit automatisch einstellen. Sehe hier nochmal Zeit und Datum, auch die Wecker, die mir eventuell schon eingerichtet sind, beziehungsweise die ich dann einrichte. Und hier komme ich dann direkt zu den Systemeinstellungen. Das ist auch der erste Bereich, in dem wir uns mal aufhalten. Hier bekomme ich nochmal von meinem Assistenten gezeigt, wie ich denn das Ganze bediene. Ich kann immer von links immer das Menü mit komplett einblenden und auch wieder ausfahren oder einfahren in dem Fall. Von der rechten Kante erreiche ich immer die App-Übersicht, so wie wir es auch von anderen Systemen schon kennen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auch mehrere Sachen zum Beispiel offen habe, ich mache jetzt hier nochmal über das Menü beispielsweise die Wetter-App auf, und wenn ich jetzt hier von der rechten Seite reinwische, sehen wir hier, dass wir hier zwei Apps haben. Die kann ich wie gehabt in anderen Systemen auch nach oben wegwischen, und das ist im Prinzip schon das Ganze. Komm her und zurück mit dem Wolafon und Ubuntu Touch. Hier direkt der Schnellzugriff auf die Dialer-App. Das heißt, darüber kann ich sofort Nummern eingeben und Kontakte anrufen. Wenn ich hier von unten nach oben wische, habe ich meine kürzlichen entgangenen und angenommenen Anrufe oder generell alle Anrufe, die ich so getätigt habe, kann ich hier wieder nach unten drücken, und dann sind wir wieder auf dem Bildschirm. Das wieder ausgeblendet, schwupps, und schon habe ich wieder mein klares, cleanes Ubuntu Touch. Weiter, hier haben wir noch die Galerie ganz normal. Ich kann auf die Kamera zugreifen, ich habe meinen Taschenrechner, ich habe meine Messagings-App, das heißt, um SMS zu verschicken. Ich habe direkt einen Browser vorinstalliert, den ich nutzen kann, und ich habe hier direkt den Open Store, in dem ich auch schon Apps runterladen kann, die nicht unbedingt, oder was heißt nicht unbedingt, aber nicht abbildet, was in Android normalerweise in den Stores vorherrscht, aber durchaus eine gute Variante bietet, um Apps mit Apps das Gerät anzureichern. Hier habe ich auch direkt, sehen Sie hier, den Schnellzugriff auch ohne dieses Menü. Das heißt, ich kann hier auch direkt auf diesen App Store gehen. Das wird jetzt nicht funktionieren, weil ich keine Netzwerkverbindung
eingerichtet habe. Ich sehe aber hier auch zum Beispiel eine Übersicht aller installierten Apps. Sie sehen, hier ist nicht unglaublich viel vorinstalliert. Das ist auch gut so. Es ist Ihr Smartphone. Sie dürfen selbst entscheiden, was hier drauf kommt. Und ich hoffe, dass Sie mit Ihrem Smartphone, mit Ubuntu Touch, sehr, sehr glücklich und zufrieden werden. Denn das ist wirklich eine Variante, Linux auf dem Smartphone zu haben. Und das wird bestimmt noch ein paar andere Ideen geben, die auch technischer Natur sind. Das heißt, Sie können nämlich hier auch im Terminal sich bewegen. Ich kann hier ganz einfach ein Terminal aufmachen und kann mich dann hier so bewegen, wie ich es denn als technisch versierter, als Entwickler gegebenenfalls gewohnt bin. So kann ich mich hier auf dem Telefon auch einfach bewegen. Das heißt, Zugriffe per SSH und so viele andere technische Begriffe, die vielleicht dem normalen Konsumer nicht so viel sagen. Aber das ist auch Thema für ein anderes Video. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Ihrem Vodafone und Ubuntu Touch. Sie können das super gerne jederzeit in unserem Shop einkaufen, in diesem schönen Anthrazit-Grau. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder und dann zeige ich Ihnen noch ein bisschen mehr von Ubuntu Touch und von Vola OS. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.